Ein Hypopotas? Also es ist eine Bodenrute. Und wir haben... ein Hypopotas. Er hat das übrigens am Anfang ganz vergessen zu sagen, aber wenn ich es schaffe, einen Shiny zu fangen, dann kann ich den Shiny automatisch eintauschen. Das ist einfach, hey, das ist so selten, das möchte ich mit ins Team. Klar, das ist halt ultra, ultra mega rare und dann kann man es natürlich gleich austauschen, wenn wir zum Spiel. Oliver! Ja, ich sehe dich genau an da unten. Würde dann eben ausgetauscht werden. Cool, wir haben es mit einem Schuss. Ich liebe Flottbälle. Es schließt seine Nasenlöcher und reißt dann durch den Sand. Bildet Kolonien mit einer Größe von ca. 10. Okay. Warte mal. Kann ich ja eigentlich nicht, aber muss ich ja. Dann hat Baby halt das nächste Mal was zu tun. Wie nenne ich dich denn? Videospielcharakter mit H. Jetzt ratet mal, wer dazugekommen ist, um Hypopotas zu benennen. Genau, das war ich. Hallo, hallo, hallo. Und ich habe Hubert als Namen vorgeschlagen aus Tales of Graces. Dass mir der nicht eingefallen ist. Dass dir der nicht eingefallen ist. Asche auf mein Haupt. Asche auf dein Haupt. So, und wir wollen natürlich nicht hoch zum Esche. Hier ist übrigens die Arena. Okay, cool, cool. Und wir müssen im Winter, was ja bei uns in 3 Tagen ist, hier nochmal her, weil hier ganz viele Items rumliegen. Alles klar. Ha, witzig, dass im Dezember Winter ist und so. Daran habe ich gar nicht gedacht. Ich habe übrigens schon gesehen, dass du Linke 2 ja gefangen hast. Oh yeah. Mhm. Ja, warte mal, wo war das? Sieht denn jetzt gerade was? Was muss denn hier oben gewesen ist? Oh, ja. Da hast du noch keins gefangen, Nein, oder? Da habe ich noch keins gefangen, da war ich noch nicht. Oh, shit. Was taucht hier auf? Warum taucht es im Wasser auf? Wow, ein wildes Toxic-Quack. Das ist ja witzig, dass das auch im Wasser auf... Das heißt, das ist eine Gift- oder eine Kampfroute. Mhm. Ein Toxic-Quack. Ist das gut? Ich hatte noch nie eins im Team, tatsächlich. Die Bunkel fand ich immer scheiße. Wie gesagt, ich hatte noch nie eins im Team. Gut, dann setzen wir mal unseren letzten Flottball ein. Da hätten wir 3 neue Pokémon wieder gefangen. Wir haben einen Flottball? Wow. Ja, wir hatten 3 Flottbälle. Frag mich nicht, woher wir die hatten. Aber es ist ja ausgebrochen. Ja, ich wollte gerade sagen, es hat noch nie mal gewackelt. Hat das noch nie mal. Hey, aber ich benutze mal deinen Tipp vom letzten Mal. Und oh, warte mal, ich muss jetzt mal Salib wechseln. Hab dich einen Tipp? Aha, okay. Ich muss Salib wechseln, wenn du eine Kampfattacke einsetzt, ist Salib tot. Darauf habe ich keine Lust. Sei Dank. So, ja, dein Tipp. Werf doch einfach einen Superball. Und jetzt werden wir ja sehen, ob es was bringt. Jo. Das gibt's ja. Ich glaube, es lag am Superball. Das Interessante ist, die 2 Flottbälle haben anstandslos funktioniert. Du bist da, der Flottball funktioniert nicht mehr. Toxiquat, Giftmund. Verfügt über einen Giftsack an seiner Kehle. Quarkt es schon das Gift und wird so noch stärker. Das ist eklig. Das ist realistisch. Das klingt so eklig. Aber tatsächlich habe ich die meiste Zeit in... ja? Tiefer. Habe ich die meiste Zeit... Der Name! Ja, ja. Ich die meiste Zeit in Sonne und Mond auch einen Flottball benutzt und der hat eigentlich ganz gut funktioniert. Nur Kapuriki habe ich mit einem... Wow, ein Flugjuwel. Juwelen sind wieder da. Ja, nur Kapuriki habe ich mit einem Hyperball gefangen. Mit meinem 13. Hyperball. Nachdem es nur noch ein Kapu hat. Warte mal, ist Geist effektiv gegen Kampf? Nein, das riskiere ich trotzdem nicht. Mir ist das zu risky. Doch, ich glaube, Geist war. Ach so, ich dachte mal gerade, warte mal, du hast doch schon Geralt dran, warum willst du jetzt auf Geralt? Ich weiß es tatsächlich nicht. Aber ich glaube, es ist nicht. Also, Kampf hat keine Wirkung auf Geist, das war nicht cool. Mini? Geil. Es regnet immer. Trockenheit, das ist das Beste bei so einem scheiß Parasek. Trollsek wird das auch genannt. Trollsek. Hast du schon mal jemals gegen einen Trollsek gekämpft? Nein.
12. Du, wir sollten wahrscheinlich erst auf Level 36 trainieren. 39 war der Level Cup, ja, oder? Ja, dann sollten wir wenigstens Level 36 mit allen haben. Ja, gut, dann. Sonst gehen wir drauf. Die Natur ändert ihr Erscheinungsbild gemäß den Jahreszeiten. Sie sei unschätzbar, kostbares. Das wussten stimmt. wir schon vorher. Ja, das ist richtig. In meiner WG habe ich das gelernt. Das ist gut. Wenn er jetzt nur Geister hat, ist das perfekt. Das ist gut für Savit. Savit. Der heißt halt auch noch Geralt, ne? Der heißt halt nicht mal Savit. Ja. Total seltsam. Warte mal, jetzt schauen wir mal. Ja, aber Geist gegen Geist ist auch sehr effektiv. Stimmt. Nicht schlecht. Oh, jetzt ist es tot. Scheiße, aber wir müssen Savit trotzdem auswechseln, weil sonst Savit nämlich tot ist. Den Fluch. Ja, weil es jetzt jede Runde ein Drittel der KP abzieht. Ach, wusste ich gar nicht. Mhm. Oder lass es ein Viertel sein, das ist auf jeden Fall zu viel. Nein, ich verstehe nicht. Ein Viertel. Tatsächlich. Das wusste ich gar nicht, dass das so viel ab. Driftlon. Nein, wir wechseln trotzdem. Mhm. Oder? Nee. Oder? Nee. Ah, nee. Wenn die auch nur Konfusion können, ist Oliver wahrscheinlich hinüber. Aber dafür Geralt einwechseln. Zum Geist-Pokémon. Gegen den Driftler. Ja, ist ja ein Ort. Das ist mit einem Spukball wahrscheinlich hinüber. Außerdem hat Geralt dann schon Level 36. Die Leben sind sehr langsam gerade gesucht. Ja. Yeah. Ja, lass es drin. Ja. Ist das nicht aufgelöst jetzt? Es hat den stärksten Spezialangriff. Es ist, wenn es Spukball einsetzt, stärker als alles, was Savit bringen kann. Weil Savit hat einen schlechten Angriff, nur die Stab-Attacke. Also, das kommt bei ja, weitem aber nicht drauf. Auf Unlicht ist ja nicht effektiv. Geist. Mir geht es eher um Abgangspunkt. Ich glaube nicht, dass es noch Abgangsbund hat. Dann kann ich Geralt draußen lassen. Geralt? Wieso Geralt? Wenn es Spukball kann. Wieso Geralt draußen lassen? Geralt kann Spukball. Ach so. Das meinte ich ja. Mit Spukball ist ein Traum von dir platt. Ja, dann lass ihn draußen. Das Ding jetzt schneller ist als wir. Ich habe Angst vor Abgangsbund. Das ist meine einzige Sorge. Mach's bitte platt. Mach's einfach nur platt. Aber Abgangspunkt würde erst in 3 Runden funktionieren. Bis dahin hat er uns schon längst mit irgendeiner anderen Geistattacke tot gemacht. War Abgangspunkt nicht die, wo du das platt machst und du stirbst auch? Ja, dann hättest du es auswechseln können. Und du kannst es dann ja nicht mehr auswechseln. Doch, natürlich kannst du es auswechseln. Hm? Seit wann geht denn das? Ja, schon immer. Lass mich mal kurz nachschauen. Dann hätte es ja in meiner Feuerrot auch funktioniert. Das hat nicht funktioniert. Wo ich in Feuerrot... Feuerrot, weißt du, das ist schon 2 Generationen weiter. Eine Generation. Feuerrot ist 3. Ja, und das ist 5. Ah, stimmt ja. Aber schau mal, also, schau mal nach. Sprich mir nach. Aber das 3 ist plus wie viel ist 5? Ich hau dich gleich. Okay. Aber das ist echt, das wäre echt gut zu wissen. Ob das. Jemand schreibt dir. Mit der Glaskugel. Ich glaube eher, da erscheint jemand. In dem wabernden Nebel deiner Glaskugel. Ah, stimmt ja. Also hier auf der Route ist das echt. Ist eine Attacke von Typ Geist. Wird der Anwender besiegt, nachdem er Abgangsbund eingesetzt hat, verliert auch das gegnerische Pokémon, das ihn besiegt, den gesamten KP. Das wirkt nur in der Runde nach dem Einsatz. Dies wirkt nur in der Runde nach dem Einsatz oder wenn das Pokémon eine höhere Initiative hat als das Ziel, nur in seinem Monat. Das heißt, der Anwender muss besiegt werden, bevor er selbst wieder eine Attacke einsetzen kann. Zudem muss der Anwender durch einen direkten Treffer besiegt werden. Würde durch Effekte wie Sandsturm, Igelsamen, Vergiftung von Vorunfähig, bleibt abwechselnd wirkungslos. Genauso kann die Wirkung durch Auswechseln aufgehoben werden. Weil ich weiß nämlich noch, dass ich es nicht auswechseln konnte. In Feuerrot.
Dann muss aber noch irgendwas anderes passiert sein, wie Wickel oder sowas. Nee, klar. Wohin genau hat ja noch die Fähigkeit. Wegsperre. Ja, stimmt. Daran war es. Ja. Also, praktisch, wenn wir das in der zweiten Runde besiegt hätten, nachdem es Abgangspunkt eingesetzt hat, ist es schon ganz mal gewirkt. Was macht ein Telekinese? Alles klar. Tut irgendwas wie Spezialangriff erhöhen oder so. Oh. Hier. So. Jetzt hat Finny mein Haar. Er möchte es nicht. Wow, okay. Hallo Panferno, das ist also eine Kampfroute. Gott sei Dank. Nee. Eigentlich nicht, Gott sei Dank. Weil wir bis auf Geralt, wir können Tier nicht mal einsetzen hier auf der Route. Stimmt. Aber ich find's gut, dass es mit Feuer ist. Ah, okay, gar kein Problem. Ja, wir beide erstmal verschwunden. Wie stark ist diese Attacke? Das kann ich jetzt nicht einschätzen. Genau. Ich fand's auch gut, wie wir beide total stumm erwartungsvoll auf der Haube mit dem Superball gekommen haben. Aber ich glaube, es war jetzt einfach nur Glück tatsächlich, mein Pokémon mit vollen Gaspel. Ja, 36, Waka entwickelt sich. Das wissen wir doch gar nicht. Achso. Woher willst du nur das wissen, ne? Hast du schon vorbereitet? Ja. Gut. Es entwickelt sich. Ich finde die neuen Entwicklungen so geil. Den, ja. Wenn du mit Stein entwickelt sich, das ist statt dem ersten, das Blau ist grün. Musst du mal ausprobieren. Ja, doch, das habe ich. Das hat bei Evoli auch funktioniert bei den anderen Entwicklungen. Ah, cool. Bei Fully Purple war es nämlich auch grün. Ah, okay. Glückwunsch! Dein Wacker wurde zu einem Voltula! Überraschung! Oh, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Jetzt können wir es endlich im Kampf einsetzen. Wir haben übrigens einen zweiten EP-Teil. Schau dir mal doch gleich die Werte an, bitte. Ja, bitte sei gut. Bitte sei gut, Wacker. Bitte! Ja. Gute Initiative. Alter. Gar keine Abwehr. Oh nein, aber guter Spezialangriff, dann ist es gut, dass es Ampelleuchte kann. Mit Ampelleuchte wird es alles verkrotzen! Alles. So, jetzt nehmen wir den erstmal weg und Oliver bekommt das Ding. Unsere Krücke. Mhm. Nein, wir müssen jetzt anfangen, wieder unsere Pokémon lieb zu haben, weil sonst... Wann hatten wir jemals... Wann hatten wir jemals Tidus lieb? Deswegen sage ich ja, wir müssen jetzt anfangen, wieder unsere Pokémon lieb zu haben. Seit uns Max Payne genommen wurde. Es hat ein Loch in unser Herz gerissen. Genau, konnten wir es nicht mit irgendwelcher anderen Liebe füllen. Es ist Käfer Elektro. Haben wir da irgendwas, um das zu verbessern? Ich bin mir. Aber nicht irgendwelche Tafeln oder sowas. Ich hab immer Tafeln. Ja, aber ich wüsste nicht, dass wir eine Dingens-Tafel hätten. Beulenhelm könnten wir machen. Blitztafel, na wunderbar. Was trägt Savit eigentlich die ganze Zeit? Achso, das Muskelband, was physische Angriffe verstärkt. Das braucht's ja auch. So, dann. Zack. Einmal heilen. Ah, ich habe keine Tränke gekauft. Nochmal zurück. Gott sei Dank hat sich die Frau nicht umgedreht. Ja. Oh, kann hier bitte was anderes auftauchen als diese verdammten... Oh, wobei, nimmt es ja an erster Stelle. Ja. Einmal Erdbeben und Geschichte. Der Toxiquack hat nämlich auch... Das sieht sich die Radieschen von unten an. Im Sumpf. Im Sumpf. Im Sumpf! Das ist doch viel schlimmer im Sumpf. Warte mal, sie, wie heißt der Arena-Leiter nochmal? Das ist Sandro. Sandro! Nicht Silvaro. Ja, ich wollte es wieder sagen. Nein, das ist die dritte Entwicklung von Bautz. Also, Sandro hat Eis... Nee, hat keine Eis. Ja, wir wissen. Ach nee, hier stimmt ja. Wow, wir hätten noch Flammenrex haben können. Er hätte eigentlich ein Eis... Er hatte eigentlich Eis-Pokémon gehabt. Er hätte, glaube ich, Frost... Geht, die muss er ja gehabt haben. Nee. Müssen tut er gar nicht. die Frigometri hätte er, glaube ich, gehabt. Zweimal sogar, glaube ich.
Es setzt Walzer ein gegen ein Kampf-Pokémon? Gott sei Dank! Ich würde jetzt sagen, Gott sei Dank. Aber das hat er ja alles nicht mehr. Deswegen muss man sich überhaupt keine Gedanken drüber machen. Also hätte, hätte er Fahrradkette. Mhm. Oh, Oliver hat Level 33. Wow, das hat er sich auch verdient. Ich wollte früher ja immer einen O-Mod haben, aber irgendwie in der Nasslocke ist es richtig übel. Gut, normalerweise wären wir jetzt wahrscheinlich, wenn wir normal trainiert hätten, so auf Level 42, 43. Mindestens. Ich habe es vor ewig Zeiten gespielt. Wann kam es raus? 2010? Vor ewigen Zeiten. Ich schlag dich gleich. 2011 oder so kam es raus. Und da habe ich das letzte Mal gespielt, aber ich kann mich an alles vor dem Wendelberg erinnern, aber jetzt nicht mehr. Ich kann mich nur noch daran erinnern, dass auf der Drachenstiege N, glaube ich, nochmal auftaucht und dass man eben mittendrin in der Top 4 irgendwann mal N besiegt. Aber und dass die Top 4 mich damals richtig, richtig abgefuckt hat. Weil die haben, weil es waren, es ist eine ist Psycho, eine ist Unlicht und eine ist Geist. Hat mich das, fand ich richtig ätzend. Das glaube ich dir. Du, ich verkaufe jetzt mal ein bisschen was, weil... Nein, doch nicht die Tafel. Nein, nicht die Tafel. Nee, die Tafel nicht. Wir wissen ja nicht, was wir da noch bekommen, aber... Es hebt jede negative... Weißt du wirklich, wir kriegen Arceus? Ja, das kann ich mal. Wieso? Die Tafeln brauchen wir so für die Pokémon, ja, falls wir keine... Ja, stimmt auch wieder. Aber hier, die ganzen Scheiß-Juwelen können wir zum Beispiel verkaufen. Ich dachte, wir... Munipilz. Wolltest du nicht eigentlich mal schauen, wo wir den alten Pirat und so verkaufen können? Vor allen Dingen hätte ich gerne am Ende unserer Nuzlocke die ganzen Juwelen gezählt, nee. Aber... Nee. 4, 5... 7. Da werden sie so alle so Level, also nach der Top 4. Wow, super. Super. Derzeit müssen wir das mit rumschleppen, den Scheiß. Ich weiß was, ich verkaufe jetzt auch mal die Heilbälle. Braucht kein Mensch ins Zeug. Also beziehungsweise, ja, und du da, das haben die Trainer alle so Level 60. 75 sogar. So, was verkauft der denn? Eine TM-Abteilung. Wow. Was? Blizzard, Donner, wow. Nee, danke. Und das trifft halt nicht zu 100% eben. Sonst. Ach, keine Sorge, die von den Gegnern treffen immer. Ja, ich weiß. Bei der Top 4, ey, zweimal Blizzard hintereinander. Kann natürlich nur der Top 4 passieren. Oder ein Typ mit seinem Akani, dreimal mit Donnerblitz getroffen und sich selbst getötet, aber mich halt auch. Toll, Großlinse. Achso, warte mal, ich muss meinen Dingens wieder aufrufen.